Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMU-Video. Freunde, im heutigen Gebrauchtwagen-Tipp-Video zeigen wir euch einige Dinge, die ihr beim Kauf eines 6er BMWs der Modellreihe E63 und E64 beachten müsst. Also Freunde, los geht's! Die zweite 6er-Reihe, Luxussportler für wenig Zaster. BMW führte die zweite Generation der 6er-Reihe 2003 zunächst nur als Coupé auf Basis der E60 5er-Reihe und 2004 dann auch als Cabrio ein. Damit löste die 6er-Modellbezeichnung die einige Jahre vorher eingestellte 8er-Reihe im Segment der sportlichen Luxus-Coupés von BMW ab. Im Jahre 2007 erhielt das Modell ein Facelift und 2010 wurde die Produktion dann endgültig eingestellt. Kommen wir zu den Motoren. Mit der 6er Baureihe übernahm BMW viele der bereits aus dem 5er der E60 Baureihe bekannten Motoren. So gab es zwei verschiedene 3 Liter R6 Benziner, jeweils einen im Vorfacelift und einen überarbeiteten im Facelift. Den 645 Ci als Vorfacelift, welcher einen 4,4 Liter V8 besaß und dann 2005 vom 650i mit einem 4,8 Liter V8 abgelöst wurde. Der M6 erhält wie gewohnt ein eigenes Video. Es gab auch eine Dieselvariante im 635D mit einem 3 Liter R6 Triebwerk. Kommen wir zu den Problemzonen. Die Probleme des E60 haben der E63 und E64 natürlich auch teilweise übernommen. Beim Diesel sollte man die 3 Klappen sicherheitshalber entfernen lassen oder gegen welche aus Metall austauschen lassen, um Motorschäden vorzubeugen. Die V8 Triebwerke gelten als relativ wartungsarm. Man sollte auf eine lückenlose Wartung des Fahrzeuges zurückblicken können und ein besonderes Augenmerk auf Ölfeuchtigkeiten legen. Man sollte auf eine einwandfreie Funktion des iDrive-Systems achten. Gerade bei Vorfacelift-Modellen kann es passieren, dass die CCC-Einheit den Geist aufgibt, was leider zu einem teuren Spaß werden kann. Meist lohnt es sich dann, auf das neuere iDrive-System umzurüsten. Des Weiteren können die Abläufe des Schiebe- bzw. Hebedaches oftmals verstopft sein und es dringt Feuchtigkeit durch den Dachhimmel in den Innenraum herein. Achsteile sollte man grundsätzlich bei allen BMW immer akribisch untersuchen, da jeder BMW da wartungsintensiv ist. Beim Cabrio sollte man selbstverständlich aufs Verdeck achten. Schließt es richtig und öffnet es vernünftig? Hört man merkwürdige Störgeräusche? Im Großen und Ganzen sind das die häufigsten Baustellen, was natürlich weitere nicht ausschließt. Am sichersten seid ihr, wenn ihr das gewünschte Fahrzeug bei einer unabhängigen Prüfstelle durchchecken lasst. Um diese und weitere Probleme zu beheben, schaut am besten bei unserem Partner autodoc.de vorbei, um Teile günstig wie nie zu erhalten. Rabattaktionen bis zu 30% sind hier keine Seltenheit. Also wollt ihr die passenden Teile, schaut bei autodoc.de vorbei. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Die Ausstattung. Die 6er Baureihe ist bereits ab Werk sehr gut ausgestattet und erinnert gefühlt eher an einen 7er als einen 5er. Hier einige mögliche Sonderausstattungen. Dynamic Drive, Aktivlenkung, Sportsitze vorne, Sitzheizung, M-Paket, M-Lenkrad, Glashebedach elektrisch, Klimakomfort Frontscheibe, Tempomat mit Stop-and-Go-Funktion, BMW Night Vision, Head-Up-Display, PDC, Spurverlassenswarnung, adaptives Kurvenlicht, Fernlichtassistent, Alarmanlage, Soft-Close-Automatik für die Türen, diverse Navi-Systeme, DAB-Tuner, TV-Funktion und noch vieles, vieles mehr. Natürlich auch ein wichtiges Thema ist, was kostet die Anschaffung? So kostet der 630i in der Regel 12.000 bis 22.000, der 645 Ci, den es nur als Vorfacelift gibt, 12.000 bis 25.000, der 650i, den es nur als Facelift gibt, 13.500 bis 30.000 und der Diesel, den es als 635D gibt, 14.000 bis 23.000 Taler. Komm,
kommen wir zur Empfehlung. Da die Motoren sich im Unterhalt sehr stark unterscheiden, grundsätzlich aber alle gut sind, ist es hier eine Frage des Geldbeutels, ob man sich einen größeren Motor leisten kann und auch will. Wir empfehlen allerdings die Facelift-Modelle, da diese über das neuere und aufgeräumtere iDrive-System verfügen und rundum technisch deutlich aktueller sind. So Freunde, das war's mit dem Gebrauchtwagen-Tipp-Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Abo, einen Daumen hoch und kräftiges Teilen in allen Social-Media-Bereichen freuen. Auch wenn ihr uns bei eurer nächsten Wartung mit unserem Partner Autodoc unterstützt, denn dadurch ist es uns möglich, mehr Zeit in Videos zu investieren und die Qualität aufrechtzuerhalten oder sogar zu verbessern. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo Crew.